Ja, wie gesagt, Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich weiß nicht, inwiefern unsere Organisation hier bei Ihnen bereits ein Begriff ist. Also wir sind im Grunde eine Art Gegenstück zur IALANA, nämlich eben aus der Informatik heraus, nämlich Informatikerinnen und Informatiker, die sich der Friedensthematik gewidmet haben, aber auch insgesamt einen kritischen Blick auf die Informatik haben und in dem Sinne dann auch politisch tätig werden. Damit ist natürlich das heutige Thema auch eins für uns. Und wir gehen sogar darüber hinaus. Wir wenden uns vor allem eben auch von der Friedensthematik her wieder gegen alle Formen von Cyberwar, Cyberkriegführung und sehen die, ich sage mal, Angriffe der Geheimdienste, die wir heute und gestern diskutiert haben, die im Moment überall diskutiert werden, auch als eine Form des Cyberkriegs, nämlich gegen uns alle. Jetzt ist es so, als Informatiker werde ich natürlich häufig mit der Erwartung konfrontiert, es gibt ja technische Lösungen für dieses Problem, man kann verschlüsseln, man kann das Tor-Netzwerk nutzen, also ein Netzwerk des Internets, das es ermöglicht, Metadaten zu verschleiern. Wenn Sie diese Erwartung an mich haben sollten, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich darf hier eine Autorität zitieren, nämlich den Sicherheitsexperten Bruce Schneier, der sagte, wenn Sie glauben, Technologie würde Ihr Sicherheitsproblem lösen, dann verstehen Sie weder Ihr Problem noch die Technologie. In dem Sinne kommt eben auch das FIF letztendlich zu politischen Forderungen. Wir haben eine Kampagne laufen seit ungefähr einem Jahr, die Kampagne Cyber Peace, bewusst als Gegenstück zu diesem Wort vom Cyber War gewählt. Und wir haben hier politische Forderungen aufgestellt, die vielleicht ein Stück weit auch die Fortsetzung sind für das, was heute früh in den Vorträgen auch schon berichtet wurde und auch diskutiert wurde. Die Claudia Heid hat als zentrale Forderung heute früh von der Befriedung des Internet gesprochen. Und genau das ist letztendlich die Forderung, auf die alles hinausläuft. Wir nennen es das Zurückdrängen der militärischen Kolonisierung des Internet und die reine Nutzung des Internet für friedliche Zwecke als Ziel unserer Aktivitäten. Daraus leiten sich jetzt eine Reihe politischer Forderungen ab. Wir haben ja heute früh auch schon vom Herrn Katzenbeißer einige Thesen gehört. Da gibt es jetzt natürlich Überschneidungen. Ich glaube, das ist gar nicht zu vermeiden. Die Forderungen gehen natürlich dann auch in eine ähnliche Richtung. Wir haben im Grunde vier Gruppen von Forderungen und eine, die ganz wichtig ist, das ist aber im Grunde eine soziale Forderung. Die ist also weder politisch noch juristisch ohne weiteres durchsetzbar. Wir müssen das Vertrauen in das Internet oder sicherstellen, dass wir ein Vertrauen in das Internet herstellen können, und zwar ein berechtigtes Vertrauen. Das Vertrauen ist heute zerstört worden, das muss man wohl so sagen. Wir müssen heute überall davon ausgehen, wenn wir das Internet nutzen, wenn wir im Internet uns bewegen, virtuell, dass wir überwacht werden, dass wir ausgespäht werden oder dass auch Schadsoftware, dass man uns schädigen will. Das ist zerstört und wir müssen Möglichkeiten finden, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich vertraue den anderen Personen, die das Internet nutzen. Das sind jetzt ziemlich viele. Insofern ist das nicht ganz einfach. Oder ich brauche Institutionen bzw. Mechanismen, die mir es ermöglichen, dem Internet wieder zu vertrauen. Und eine davon, ich glaube auch das ist heute schon genannt worden, ist das Thema Transparenz. Ich muss sicherstellen, dass die Abläufe im Internet transparent sind, dass die Institutionen, die das Internet kontrollieren, transparent sind und dass auch die Technologie, die dahinter steckt im Internet, dass die eben auch transparent funktioniert. Wir reden hier zum Beispiel, Open Source war auch das ist schon genannt worden, Open Source Hardware, Open Source Software. Man darf hier nicht davon ausgehen, dass das schon die Lösung aller Probleme ist. Es wäre auch wieder eine technische Lösung, die es nach dem vorher zitierten Satz nicht geben kann. Aber es wäre ein erster Schritt, der zumindest helfen würde. Wir haben ansonsten drei Gruppen von Forderungen. Insgesamt sind es 14 Forderungen. Ich glaube, jetzt auf alle einzugehen würde bei weitem die Zeit sprengen, die ich zur Verfügung habe. Das erste ist grundsätzlich die Ablehnung
jeder offensiven Aktivität im Internet gegen andere. Also im Prinzip die Ablehnung eines Angriffskriegs im Internet. Und das hat auch schon sehr viele verschiedene Nuancen. Auch die Ausspähung, wir diskutieren die Ausspähung durch Geheimdienste vor allem unter dem Aspekt der Zerstörung der Privatheit oder der Beeinträchtigung der Privatheit. Ein zweiter Aspekt, den man aber hier auch nicht vergessen darf, ist, dass um diese Ausspähung überhaupt leisten zu können, brauche ich Schwachstellen im Internet. Ich muss da irgendwo in die Systeme reinkommen, die ich ausspähen will. Dafür habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss die Schwachstellen selbst schaffen, was ja dann direkt schon ein aktiver Cyber-Eingriff auf solche Systeme wäre, oder ich muss bestehende Schwachstellen ausnutzen, von denen ich Kenntnis erhalten habe, die ich aber bei anderen nicht preisgebe. Und gerade Letzteres ist ja auch im Zusammenhang mit BND schon diskutiert worden, dass hier solche sogenannte Exploits, also diese Schwachstellen und die Software, die sie ausnutzen, angekauft werden, um damit eben entsprechende Abhörmaßnahmen, Cyberangriffe dann durchführen zu können. Also da fängt es im Grunde schon an, wenn wir über Cyberangriffe, wenn wir über Cyberwar reden. Daraus, aus der Ablehnung der offensiven Cyberstrategien folgt natürlich sofort die exklusive defensive Strategie. Natürlich muss ich mich verteidigen können gegen solche Angriffe mit einer entsprechenden defensiven Strategie. Auch und auch im Internet, auch in diesem Bereich, wie in allen anderen militärischen Bereichen, muss die Forderung sein, Abrüstung. Es wird unter anderem im Talon Manual, also dem Versuch, das Völkerrecht auf die IT, auf den Cyberspace zu übertragen, wird von einigen abgeleitet, er würde konventionelle Reaktionen, konventionelle Antworten auf Cyberattacken, auf Cyberattacken legitimieren. Auch das lehnen wir ab, schon aus dem Grund, dass die Attribuierbarkeit von Cyberangriffen, auf die man ja dann reagieren müsste, ein großes Problem ist und man sollte sehr zurückhaltend sein, wenn aufgrund eines Cyberangriffes oder aufgrund eines bekannt gewordenen Angriffes dann sehr schnell in den öffentlichen Medien ein Schuldiger präsentiert wird. Also mit solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig umgehen. Und wir haben ja gerade das aktuelle Beispiel des Angriffes auf den Deutschen Bundestag. Und da ist meines Wissens bis heute nicht bekannt, wer da wirklich der Urheber ist. Es gibt wohl einzelne Hinweise, aber es ist nicht wirklich klar, wer das war. Davon abgeleitet. Zum Schluss kommen? Oh, jetzt schon. Gut, davon abgeleitet. Wir haben es Genfer Konvention im Cyberspace genannt, also auch ein Satz von Regeln, was darf man und was darf man nicht. Wir haben zwei weitere große Bereiche, auf die ich jetzt leider wohl nicht mehr eingehen kann. Und da kommen wir natürlich ein Stück weit, ganz ohne Technik kommen wir nicht aus. Insofern ein bisschen Inkonsequenz, aber es ist natürlich notwendig, Infrastrukturen, vor allem natürlich auch kritische Infrastrukturen, gegen Angriffe abzusichern. Also ohne das werden wir nicht auskommen. Es wird immer Menschen, Institutionen geben, die versuchen, diese zu kompromittieren und anzugreifen. Und wir müssen auf jeden Fall, und das ist der dritte Block, wir müssen dafür sorgen, dass die politische Kontrolle, dass es eine demokratische politische Kontrolle über diese Infrastrukturen und über das Internet gibt. Ich darf zum Schluss darauf hinweisen, nachdem der Kollege Martin Kutscher auch schon auf die Publikation der HU eingegangen ist, es gibt auch eine des FIF, es gibt die FIF-Kommunikation, mit der wir die vierteljährlich herausgegeben wird. Und wir sind auch Mitglied im Herausgeberkreis der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden. Und hier ganz konkreter Hinweis, aktuell in beiden Zeitschriften finden Sie die Beilage als Dossier zum Thema Rüstung im Cyber, zu diesem Thema, wo Sie auch diese Forderungen, die ich hier jetzt nur anreißen konnte, auch noch etwas ausgearbeitet vorfinden. Vielen Dank.